Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute zum ersten Mal zu Besuch im Studio haben wir Michael Kuhn. Herzlich willkommen, Michael. Grüezi. Schön, dass du hier bist. Folge 3 unserer Serie Postkolonialismus. Heute soll es ein bisschen um Wissenschaftstheorie gehen. Darüber reden wir gleich und warum das jetzt eigentlich Thema sein sollte. Kurze Einführung zu Michael nochmal für alle, die jetzt vielleicht hier einsteigen. Erstmal schaut euch die ersten beiden Folgen an zur Einführung in den Postkolonialismus und zum Eurozentrismus. Das waren die letzten beiden Folgen. Michael Kuhn ist Autor einiger Bücher. Er betreibt den YouTube-Kanal Know Why, den wir auch hier unten drunter verlinken werden, und die Webseite michael-kuhn.net. Korrekt. Das kriege ich jedes Mal falsch und ich traue jetzt meinen eigenen Notizen nicht mehr, deswegen frage ich nochmal nach. Ich auch. Kein Problem. Genau, also und da gibt es einiges an Materialien, Videos, Texten. Schaut euch die Website auf jeden Fall an. Auch regelmäßig veranstaltet Michael sogenannte Thinkshops, also Workshops, Meetings online auch zu bestimmten Themen, verschiedenen Themen. In der Vergangenheit viel auch zu dem Postkolonialismus, aber eben auch zu, weiß ich nicht, großen Denkern der Linken und des Postkolonialismus, wie zum Beispiel einem Bourdieu. Das Interessante an Michael ist, dass er vieles davon in Englisch macht. Das ist selten, leider. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen diese Serie, die er da auf seinem eigenen Kanal auch angefangen hatte, hier fortführen. Einmal auf Deutsch und wir werden wahrscheinlich im Nachhinein dann auch eine Version auf Englisch machen. So viel zur Einführung. Kommen wir jetzt aber zu dem Thema. Heute wollen wir uns ein bisschen mit Wissenschaftstheorie beschäftigen, beziehungsweise die Wissenschaftstheorie, die diese postkolonialen oder der Postkolonialismus, die postkolonialen Akademiker, sage ich mal, anführen wollen. Und da erstmal eine ganz banale Frage für jemanden, der sich mit dem Thema wirklich gar nicht auskennt. Ja? Warum eigentlich Wissenschaftstheorie irgendwie jetzt besprechen? Worum geht es da eigentlich? Warum ist das jetzt überhaupt wichtig? Ja, genau. Meine Überschrift heißt, worum geht es eigentlich in wissenschaftstheoretischen Reflexionen und wofür sind die eigentlich wichtig? Ja, eigentlich fragt man sich, Wissenschaftstheorie, das ist doch irgendwie sozusagen solche, das sind doch irgendwie solche schrägen Metadebatten unter Wissenschaftlern, in denen die sich darüber unterhalten, wie geht wissenschaftliches Denken und wie muss man da vorgehen? Und alle solche komplizierten Sachen. Man soll sich aber nicht darüber hinwegtäuschen. Deswegen erwähne ich das hier kurz. Wenn ich mich in dem nachfolgenden Text hier, in der nachfolgenden Sendung, mit den wissenschaftstheoretischen Überlegungen postkolonialen Denkens beschäftige, dann hat das einen guten Grund. Und zwar deswegen, weil dieses postkoloniale Denken seinerseits eine bestimmte Form der Theoriebildung oder etwas simpler formuliert, eine bestimmte Form des Denkens vorschlägt und sagt, es gibt bestimmte Formen des Denkens, die man lassen sollte und es gibt bestimmte Formen des Denkens, die man machen sollte. Jedenfalls, wenn es nach den Überzeugungen dieser postkolonialen Diskussionen geht. Und nochmal ein Hinweis, weil du sagst, Postkolonialismus ist irgendwie eine Debatte unter Akademikern, ist es, das stimmt, aber man sollte das nicht unterschätzen, diese ganze Debatte, die sozusagen unter Intellektuellen geführt werden, sind Debatten, die sind in der, früher hat man gesagt, in der sogenannten Dritten Welt, heute sagt man irgendwie im Global South, im globalen Süden, sind Debatten, die kreuz und quer durch die Bevölkerung geführt werden und die sind Debatten mit denen, die darüber nachdenken, wie es ihnen geht, warum es ihnen so geht und wie sie die Welt sehen. Also es ist weit mehr als eine Debatte unter Akademikern, Wissenschaftlern. Es ist eine Debatte, die repräsentiert die Art und Weise, wie sich diese Leute in diesen Teilen der Welt mit der Welt auseinandersetzen. Nochmal jetzt, was sind jetzt sozusagen die wissenschaftstheoretischen Abteilungen dieser Debatte? Wie gesagt, hört sich schräg an, irgendwie akademischer Firlefanz, ist es ganz und gar nicht. Wenn man darüber debattiert,
und vorschlägt, wie man gleich sehen wird, wie das diese postkoloniale Debatte macht, wenn man vorschlägt, wie Denken geht oder besser gesagt, wie Denken zu gehen hat oder hätte, dann macht man ziemlich weitreichende Vorschläge darüber, wie es so zugeht im Leben. Nicht, wie man Kuchen backt oder wie man, keine Ahnung, mit dem Auto fährt oder sonst was macht, aber wie man denkt. Und die Ideen dort, die da vorgebracht werden, wie man denkt, haben es in sich. Um was für Ideen geht es da überhaupt? Mal jetzt ganz grundsätzlich gefragt, bevor ich in die Details gehe, wie die sagen, wie man denken soll. Bei diesen Diskussionen über die Frage, wie geht das, wie geht Denken, welche Rolle spielt Denken und so weiter, geht es um nicht mehr und nicht weniger als um solche Fragen wie, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Wissen und Macht oder was ist der Zusammenhang zwischen Wissen und Entscheiden? Welche Rolle spielt das Wissen überhaupt im Leben? Sowohl welche Rolle spielt das wie man irgendwie über die Welt denkt, wie man sich Gedanken macht über die Welt, aber natürlich auch darüber, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen dem, wie man sich Gedanken macht über die Welt und was man macht, wie man entscheidet, wie man vorgeht, wie man das Leben so gestaltet. Dazu mal zwei Hinweise, an denen man merkt, dass es ganz und gar kein akademischer Firlefanz ist. Im Denken unserer Bürgergesellschaften, wie ich sie zu nennen pflege, ich sage da jetzt mal nichts dazu, warum ich die Bürgergesellschaft nenne und nicht bürgerliche Gesellschaften. Aber ganz kurz, es hat was damit zu tun, dass in der englischen Sprache die Übersetzung dann eben heißt Bourgeois Society und das hört sich dann irgendwie immer so bescheuert danach an, als wären diese Gesellschaften einer bestimmten Klasse, also der Klasse der Bourgeoisie, und der ganze große Teil der Gesellschaft gehörte eigentlich irgendwie gar nicht dazu oder wird irgendwie schon irgendwie so halbwegs definiert als antikapitalistische Leute. Und das ist natürlich irgendwie grober Käse, aber das ist der grobe Käse, den wir irgendwie geerbt haben aus diesem Marxismus-Leninismus, in dem ja tatsächlich irgendwie davon ausgegangen wird, dass die sozusagen Normalleute oder dann in deren Kategorien die Arbeiterklasse sozusagen irgendwie von morgens bis abends durch nichts anderes getrieben wird, als irgendwie die Revolution zu machen. Das ist ein Käse, das weiß inzwischen jeder. Aber es wird trotzdem immer noch so argumentiert gedacht, deswegen nenne ich die nicht bürgerliche Gesellschaften, sondern Bürgergesellschaften. Bürgergesellschaften, das Verhältnis von Wissen und Macht, kurz mal zwei Andeutungen. Erstens, kleine Anekdote, vor der Anekdote ein Hinweis. Erstens, in diesen Gesellschaften wird tatsächlich unterschieden zwischen Wissenschaft und Wissen. Und dann gibt es irgendwie die Wissenschaften, das sind Sorten von Gedanken, die von Gedankenprofis, von wissenschaftlichen professionellen Denkern gemacht werden. Und dann gibt es Wissen. Und Wissen ist das, was so der normale Mensch irgendwie in seinem Hirn mit sich irgendwie rumschleppt und was der in seinem normalen Hirn so kreiert. Alleine diese Unterscheidung, dass Wissenschaft und Wissen, also nennen wir es mal irgendwie Theorie und Alltagswissen, unterschiedlichen Gesetzen folgen soll, ist schon irgendwie eine kuriose Sache. Also sorry, warum soll der Mensch, der irgendwie an der Straßenecke steht und sich überlegt, soll ich jetzt irgendwie zum Bäcker gehen oder lieber erst zu Hause putzen? Warum mache ich was zuerst? Warum soll die sozusagen Formulierung, das Nachdenken über diese Frage eigentlich von den gedanklichen Operationen her, warum soll die eigentlich so viel anders ablaufen als die Frage, was ist postkoloniales Denken oder was auch immer irgendwie ansonsten. Was ist die Gesellschaft? Gesellschaft oder alles so. Also alle diese großen Fragen, mit denen sich irgendwie diese grandiosen Wissenschaftler beschäftigen. Warum soll dieses Denken denn eigentlich anders gehen? Das ist ja schon komisch genug. Was noch komischer oder erwähnenswerter ist, nur um nochmal darauf hinzuweisen, dass wissenschaftstheoretische Debatte kein luxuriöser akademischer Firlefanz sind, ganz und gar nicht. Nochmal ein anderer Hinweis. Erstens diese Unterscheidung. Zweitens, das sogenannte Alltagswissen, das
Das zeichnet sich in unseren Gesellschaften durch ein seltsames Verhältnis von Entscheiden und Wissen aus. Ich habe irgendwie gerade das Vergnügen, dass ich hier irgendwie in Berlin bin. In Berlin geht man irgendwie unweigerlich, geht ja gar nicht anders, in irgendwelche Kneipen, weil man kommt ja gar nicht an den ganzen Kneipen vorbei. Und ja, dann sitzt man in der Kneipe und dann reden die Leute da so. Und was hört man da? Man hört, ist interessant, man hört, ich erzähle jetzt nicht, wo ich gestern im Café war, aber es war sehr interessant, also wirklich sehr, sehr interessant. Was hört man da? Die Leute reden immer über alle Sachen sozusagen im Imperfekt, also im Nachhinein, was war. Und meckern, schimpfen immer darüber, im Prinzip, dass lauter Sachen passieren, bei denen kein Mensch auf sie hört. Also dieses Alltagswissen hat irgendwie eine sehr witzige Eigenschaft. Das besteht gar nicht darin, dass man sich darüber Gedanken macht, wie ich vorhin irgendwie sozusagen mein Beispiel skizziert habe, was mache ich jetzt? Gehe ich kochen oder gehe ich einkaufen? Also sein Leben mit diesem Wissen plant, konzipiert, sondern dieses Alltagswissen besteht eigentlich darin, dass man im Nachhinein das Leben, was passiert ist, kommentiert. Auf Deutsch gesagt, drüber meckert. Und dass das so ist, hat irgendwie seinen guten Grund oder seinen schlechten Grund, wie man will. Das hat eben seinen Grund darin, dass für diese Leute, die sozusagen mit diesem Wissen durch die Welt rennen, das Wissen gar nicht das Vehikel ist, mit dem sie entscheiden, was in ihrem Leben passiert. Sondern das ist das Instrument, mit dem sie Entscheidungen, die anderswo getroffen werden, meistens im Nachhinein kommentieren. Also sie sind gar nicht Herr der Dinge, indem sie sozusagen ihr Wissen kreieren und dann nach Maßgabe ihres Wissens tun, was ihnen ihr Wissen sagt, sondern es geht in dieser Welt ganz anders zu, dass irgendwo Entscheidungen getroffen werden und das Wissen eigentlich nur dafür da ist, hinterher irgendwie über diese Entscheidungen, die anderswo jenseits dieser Leute getroffen werden, darüber irgendwie rumzurätseln oder irgendwie rumzunölen. Und das ist schon mal eine sehr, sehr, sehr bemerkenswerte Sorte Wissen, die sozusagen dieses Alltagswissen kennzeichnet. Dass die Entscheidungen nicht auf dem Wissen basieren, was die Leute machen, sondern Entscheidungen woanders getroffen werden. Und jeder weiß ja, wo die Entscheidungen getroffen werden. Wenn man sich fragt, was mache ich jetzt, dann sind diese Entscheidungen alle gefällt. Da muss man einfach die Leute, dann guckt man ins Portemonnaie und dann weiß man, was man macht. Ja, mache ich dies, mache ich das. Also die Entscheidungen fallen durch die praktischen Zwänge. Meistens über den Blick aus Portemonnaie und dann weiß man, was man macht. Und dann hinterher sagt man, scheiße, ich konnte dies und das nicht machen, weil das Geld halt nicht reicht. Also so ist da sozusagen das Verhältnis von Entscheiden und Wissen in diesem Alltagswissen. Und dann gibt es wie gesagt, da gibt es ja diese Unterscheidung zwischen Alltags- und Wissenschaftswissen. Und zum Wissenschaftswissen eine zweite Anekdote. Jetzt gerade in den letzten Tagen gibt es irgendwie hier in Deutschland einen Skandal. Wie immer werden Skandale entdeckt. Und der Skandal bezieht sich auf dieses RKI, dieses Robert-Koch-Institut. Also diese wissenschaftliche Einrichtung, die während der Corona-Zeit mit ihren Entscheidungen ziemlich massiv Einfluss auf das Leben der Leute genommen hat. Die haben einen dann irgendwie abends übers Fernsehen, saß dann immer dieser RKI-Meister namens, wie ist der, Wieler. Der hat dann einem mitgeteilt, was weiß ich, wie viele Freunde man treffen darf, wann man überhaupt rausgehen darf, wie lange man zu Hause sitzen muss, ob man zur Arbeit gehen darf oder nicht und mit welchem Verkehrsmittel man sich bewegen darf und rauf und runter. Also da gab es wirklich Eingriffe in das Leben der Leute, die waren gewaltig. Und das ging über 2 Jahre oder so ähnlich, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und das wurde vorgestellt von einem Menschen, der repräsentiert ein wissenschaftliches Institut, das Robert-Koch-Institut. Und das ist ein Institut, was sozusagen das wissenschaftliche Wissen dieser Gesellschaft repräsentiert über diese Virusgeschichten und ähnlichen Kram. Jetzt ist festgestellt worden, anhand von irgendwelchen Protokollen aus den Sitzungen, dass
die Entscheidung, die dieser Meister von diesem Robert-Koch-Institut, also diesem wissenschaftlichen Institut, vorgetragen hat und die Entscheidung, die er begründet hat, mit dem wissenschaftlichen Know-how dieses Instituts, dass da diese Entscheidungen gar nicht von diesem wissenschaftlichen Institut gefällt worden sind, sondern wie man an den Schwärzungen der Protokolle entdecken kann, steht dann da immer drin, wie schwarz, wie sagt man, verdunkelt, so und so irgendwie vorgeschlagen hat, wird das und das gemacht. Mit anderen Worten, hinter den ganzen geschwärzten Namen verbinden sich Politiker, meistens der Minister, der dem RKI gesagt hat, was er entschieden hat, was jetzt passieren soll in Sachen Corona, wie man da, was man macht, was man darf, was man nicht machen darf. Und der Skandal ist jetzt der, dass festgestellt wird, es sind ja gar nicht die Wissenschaftler, die mit ihrem Wissen begründet haben, warum wer was machen muss. Die ganzen Vorschriften, die erlassen worden sind, basieren gar nicht auf wissenschaftlichen Einsichten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern es ist umgekehrt. Das RKI hat Anweisungen bekommen, Weisungsbefugnis heißt da der Begriff, dem diese Wissenschaftler dort unterliegen. Der hat Anweisungen bekommen aus dem Ministerium, was zu tun und zu lassen ist für die Bürger. Das RKI teilt es den Leuten mit, stellt es denen vor als sozusagen eine Entscheidung, die auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse basiert. Und tatsächlich stellt sich heraus, das ist irgendwie alles Käse. Der Einzige, der da was entschieden hat, war irgendwie der Minister oder das Ministerium und hat dann dem RKI gesagt, ihr müsst, stellt das bitte vor als Resultat wissenschaftlicher Entscheidung. Skandal wird gesagt, weil gesagt wird, was heißt das etwa, dass die ganzen Entscheidungen, die da gefällt worden sind, gar nicht das Ergebnis von wissenschaftlichen Überlegungen sind, sondern von politischen Entscheidungen. Na klar, was denn sonst? Wo ist es denn so in dieser Welt, dass irgendeine Entscheidung, die getroffen wird von Wissenschaftlern? Die Wissenschaftler sitzen bekanntlich in ihrem deswegen ja irgendwie etwas abfällig genannten Elfenbeinturm und Entscheidungen werden in dieser Gesellschaft nie und nimmer von irgendwelchen Wissenschaftlern getroffen, sondern natürlich immer von denen, die dazu die Ermächtigung haben und das sind irgendwie Politiker. Mit anderen Worten, in diesen Gesellschaften, in diesen Bürgergesellschaften gilt ein anderes Prinzip für dieses wissenschaftliche Wissen und das Prinzip heißt, die Wissenschaft kann ihr Wissen produzieren, soll sie machen, herzlich willkommen. Aber Entscheidungen sind nicht das Resultat von wissenschaftlichen Überlegungen, sind nicht das Resultat von Wissen, sondern Entscheidungen, die in dieser Gesellschaft getroffen werden, sind das Resultat von politischen Abwägungen. Und diese politischen Abwägungen können gerne irgendwie auch sich beziehen auf die Wissenschaften, am liebsten in der Art und Weise, dass man irgendwie seine Entscheidung als wissenschaftlich begründet vorstellt, wie in diesem Fall über das RKI. Das macht sich gut, weil das dann sich so anhört, als hätte man irgendwie auf Basis von Wissen entschieden. Aber natürlich entscheidet in dieser Gesellschaft die Politik und nicht die Wissenschaft. So viel in aller Kürze, was gar nicht mehr so kurz ist, weil es auch tatsächlich wichtig ist, zum Thema, worum geht es eigentlich in Wissenschaftstheorie? Also um Element tatsächlich nicht um akademischen Firlefanz, sondern um dann letztendlich doch um Sachen, die irgendwie unser Leben betreffen. Noch eine Anmerkung, warum ich die sage, hat folgenden Grund. In meiner Zusammenfassung als Konsequenz meiner Auseinandersetzung mit den wissenschaftstheoretischen Überlegungen dieser postkolonialen Debatte will ich da zum Schluss draus zurückkommen. Bei all dem, was ich gerade gesagt habe über das Verhältnis von Wissen und Entscheiden, von Wissen und Entscheidungsgewalt, von Wissen und Politik und so weiter und so fort, von Wissenschaft und Politik, von Alltagswissen und Meckerei und all so ein Zeugs, muss man auch eins durchaus mal festhalten, dass Gesellschaften wie diese Bürgergesellschaften überhaupt sozusagen Wissen pflegen. Also man geht in die Schule, man geht an die Uni und alles und jedes, wenn man irgendwo was macht,
wird von jedermann erwartet, dass man sagen kann, warum machst du das eigentlich? Das ist das, was sozusagen diese Gesellschaften als, sagen wir mal, als ihre zivilisatorische Errungenschaft tatsächlich irgendwie eingeführt haben. Und es ist eine zivilisatorische Errungenschaft, weil tatsächlich im Unterschied zu Vorläufergesellschaften diese Gesellschaften durchgesetzt haben, dass wenn man etwas will, wenn man ein Interesse hat und machen will, dass man das sozusagen dem anderen Gesellschaftsmitglied oder wie auch immer begründet, sodass der sich irgendwie drauf beziehen kann. Will sagen, man setzt nicht einfach alles, was man will, mit sozusagen der Gewalt, die man hat oder nicht hat, durch. Da gibt es diese Idee, dass die Leute sich aufeinander beziehen und ihre jeweilige Existenz, ihre Interessen, den anderen wenigstens darin respektieren, dass sie zur Kenntnis nehmen, was der will und warum der was will. Das ist so in diesen Gesellschaften, und das zeichnet die aus im Unterschied zu Vorgängergesellschaften, wo irgendwie jedenfalls normale Menschen irgendwie gar nicht gefragt wurden, was sie machen. Da gab es halt Religion, und die Religion hat ihnen gesagt, hör immer auf deinen Herrn, und was der Herr sagt, das tust du, und wenn du tust, was der Herr sagt, dann freut sich der liebe Gott. Das haben diese Gesellschaften abgeschafft. Und warum ich dieses komische Zeug hier erwähne und da bis auf, feudale Gesellschaften auf einmal zurückreise, wenn ich über Postkolonialismus rede, das wird sich gleich herausstellen. Mehr will ich da irgendwie nicht zu sagen. Los geht's mit dem, was jetzt sozusagen die Ideen, die Vorstellung von wissenschaftstheoretischen Zeugs in der postkolonialen Debatte ist. Da komme ich dann irgendwie gleich zu. Zur Einladung zu der Frage, warum muss man sich eigentlich über so ein kompliziertes Zeug unterhalten? Ist nicht dumm, das zu machen. Ja, ich glaube, damit ist dann auch erstmal klar für Leute, die sich mit diesem Begriff noch nie so richtig beschäftigt haben, was so eine Wissenschaftstheorie eigentlich ist, warum man sich da überhaupt Gedanken machen sollte, wie irgendwie Wissen zustande kommt. Warum ist es jetzt gerade interessant bei dieser Debatte um Postkolonialismus und auch Eurozentrismus, dem Vorwurf des Eurozentrismus, den wir in der letzten Folge behandelt haben, dem unterliegt, ich würde mal sagen, eine gewisse Wissenschaftstheorie und auch eine Kritik an gängigen Wissenschaftstheorien. Und das Verständnis dieser Wissenschaftstheorie, das braucht man, um wirklich einen Begriff herzustellen darüber, wie dieses der Eurozentrismus-Vorwurf, wie der eigentlich funktioniert und wie der auch einen Sinn ergibt eigentlich für diese Leute. Insofern jetzt mal die Frage an dich. Kannst du vielleicht mal die Kritik, das ist fast eigentlich eine Zusammenfassung der letzten Folge, die Kritik des Eurozentrismus oder die Kritik an dem eurozentristischen Denken, sage ich mal, kannst du die vielleicht nochmal zusammenfassen, und um quasi den Ausgangspunkt zu liefern für das, was wir heute erarbeiten wollen hier? Ja, okay. Also, ich probiere mal zusammen kurz sozusagen zu skizzieren, zusammenzufassen unter dem Gesichtspunkt, wie führt uns das auf die wissenschaftstheoretischen Positionen der Debatte, die andere Theorien als eurozentristisch opponiert, wie da eigentlich Hinweise drin in diesem Konzept von Kritik, wenn man anderen vorwirft, du bist eurozentristisch, deine Gedanken sind eurozentristisch, wie da eigentlich gedacht wird. Nur soweit möchte ich das kurz zusammenfassen. Paar Punkte, ich mache es mehr stichpunktartig, aber wahrscheinlich führe ich dann doch wieder zu viel aus, aber ich probiere es kurz zu machen. Also erstens, wenn man jemand sagt, deine Gedanke ist eurozentristisch, dann merkt man als erstes, Theorien, Gedanken, wie auch immer, kriegen ein bemerkenswertes Attribut. Das Attribut
ist Euro. Und zentristisch ist die zweite Abteilung. Was heißt Euro? Das heißt, deine Gedanken sind europäische Gedanken, so wird es gesagt sein. Und man muss sich hier einfach kurz mal fragen oder vergewissern, was soll das eigentlich heißen? Es soll nicht heißen, das ist einer, der wohnt in Europa. Es ist kein Hinweis auf die Adresse oder auf die Herkunft, auf die geografische oder politgeografische, wie auch immer, Herkunft dieser Theorien. Da ist es einer, das kommt aus Europa. Das heißt nicht eurozentristisch. Es heißt auch nicht, das ist eine Theorie, wenn sie eurozentristisch ist, die geht über dieses Objekt namens Europa. Das ist auch nicht der Witz. Das stimmt zwar, aber der Witz an Eurozentrismus ist nicht, das sind Leute, die denken über Europa nach. Die Behauptung in diesem Vorwurf, ein Gedanke sei eurozentristisch, ist, dass ein Gedanke, ohne dass es der Denker bemerkt, beeinflusst ist durch diesen Ort, an dem er denkt. Also ein eurozentristischer Gedanke ist ein Gedanke, der europäische Gedanken formuliert, der europäisch denkt, sprich der Gedanken konstruiert, die man nur konstruiert, wenn man eine bestimmte Form des Denkens irgendwie praktiziert. Das ist das, was da gesagt sein will. Mit anderen Worten, der Vorwurf von Eurozentrismus ist nicht einfach eine Kritik dieser und jener Theorie, die in Europa verzapft wird, sondern ist ein Hinweis auf eine dort gegebene besondere Art des Theoriekonstruierens, des Denkens. Das ganze Denken in Europa ist eurozentristisch. Das ist das, was da gesagt sein will. Zweitens, wie gesagt, Europa ist nicht die Adresse und europäisch ist kein geografischer Hinweis, sondern europäisch ist ein Hinweis auf eine politische Entität, sagen wir mal. Genauer gesagt, es ist ein Hinweis auf die europäischen Gesellschaften, auf die Art und Weise, wie diese europäischen Gesellschaften gebaut sind. Und es wird gesagt, dass diese Theorien, die als eurozentristisch gekennzeichnet werden, Repräsentanten dieser europäischen Gesellschaften sind. Will sagen, es sind Gedanken, die Abbilder schaffen, die man überhaupt nur schafft, wenn man in diesen europäischen Gesellschaften lebt. Und es wird gesagt, Gedanken sind schiere Reflexionen, Spiegelbilder quasi der Gesellschaften, in denen die Leute dort, die Denker, wohnen. Das heißt, nochmal, der Vorwurf von Eurozentrismus, der geht sehr viel weiter, als dass er diese oder jene Theorie, die dort in dieser Gegend produziert wird, als eurozentristisch und damit kritikabel zurückweist, sondern der sagt, es gibt dort tatsächlich eine bestimmte Art zu denken und diese Art dort zu denken hat was zu tun mit dem Ort, an dem diese Gedanken produziert werden. Es gibt also in dieser Kritik, die sozusagen sich vorstellt als die Zurückweisung von eurozentristischen Gedanken,
Es gibt also in dieser Kritik eine sehr grundsätzliche, sehr weitreichende Kritik, die sagt, alles, was in dieser Gegend produziert wird, ist ein Produkt der Gesellschaft, in dem diese Gedanken produziert werden. Also eine sehr weitreichende, eine sehr grundsätzliche Kritik. Nur ein kleiner Hinweis über diese komische Lokalität. Das ist ein bisschen sehr zwiespältig. Europa meint hier eigentlich nicht die geografische Einheit Europa, sondern Europa meint hier eine Wissenschaft, die in der Tradition der europäischen Wissenschaft argumentiert und schließt deswegen nicht nur irgendwie diese Europäer ein, sondern alle diese Wissenschaften und die sozusagen die, wenn man so will, diese politischen Entitäten, diese Geografien, in denen diese Tradition dieser europäischen Wissenschaften praktiziert wird. Also heißt, es ist irgendwie Europa und es ist natürlich vor allem auch die USA. Im Prinzip ist es der ganze Westen oder wie in der postkolonialen Debatte das irgendwie lokalisiert wird, ist es der globale Norden in Abgrenzung zum globalen Süden. Die Behauptung ist also hier, wenn jemand sagt, da wird eurozentristisch gedacht, hier gibt es eine bestimmte Art und Weise zu denken. So weitreichend geht der Vorwurf. Und diese Art zu denken wird kritisiert als eine Form zu denken, die zurückgewiesen wird, die nichts taucht. Der Vorwurf, noch ein kleiner Hinweis, zentristisch, der ja auch noch an dem Attribut dranhängt, der gibt einen Hinweis darauf, dass die Kritik nicht sagen will, das habe ich auch in der letzten Sendung besprochen, wir finden diese Theorien verkehrt, wir kritisieren die, wir widerlegen diese Theorien, sondern was wir sagen wollen ist, diese Theorien sind zentriert, heißt, es gibt andere Theorien jenseits dieser Zentrierung, nämlich die Theorien, die jenseits dieser Entitäten entstehen und nicht in diesem Zusammenhang entstehen, die aber diese europäischen Theorien, die sozusagen alles auf sich zentrieren, nicht zur Kenntnis nehmen, nicht akzeptieren oder wie auch immer. Das ist der Hintergrund, diesem zentriert. Ich habe das beim letzten Mal ausgeführt. Das will ich ja jetzt nicht wiederholen, haben wir ja alles durchgesprochen. Was ich jetzt weiter sozusagen dann diskutieren will, ist die Frage, wie stellen die sich denn dann vor, die Theorien als sozusagen eurozentristisch vorstellen? Wie stellen sie sich denn eigentlich vor, was an diesem Denken verkehrt ist, wie die dieses Denken selber kritisieren? Also sozusagen, was ist der wissenschaftstheoretische Gehalt dieser Kritik? Wie die sich vorstellen, wie Denken nicht gehen sollte und wie Denken gehen sollte. Das ist dann das, was dann jetzt im nächsten Punkt folgt, wo ich mich dann irgendwie mit den, wie gesagt, in diesem Sinne, mit den wissenschaftstheoretischen Vorstellungen, Ideen dieses postkolonialen Denkens kurz noch, was heißt kurz noch, ja, das ist also unser Hauptpunkt, befassen möchte. Soweit, so gut. Also nochmal zurück zu diesem Universalismus-Vorwurf. Da geht es eigentlich dann darum, dass gesagt wird, okay, einerseits bestimmt die Lokalität in irgendeiner Form, wie, das werden wir gleich noch besprechen, Wissen und Wissenschaft. Und der Vorwurf des Universalismus ist jetzt hier zu sagen, naja, das ist ein Wissen, das ergibt sich aus der europäischen Denktradition und ihr versucht das zu verallgemeinern auf nicht-europäische Kontexte und wollt jetzt sagen, dieses Euro-Wissen, sage ich mal, ist auch anwendbar, nutzbar, genauso gültig in nicht-europäischen Wissenstraditionen und das ist dann das, was zurückgewiesen wird. Genau. Lass mich da mal, das ist genau der Punkt und was das eigentlich heißen soll, wenn man sagt, Theorien machen eine Dummheit, wenn sie eine universelle Gültigkeit beanspruchen, das ist ja der Vorwurf, was das eigentlich sagen will, da komme ich jetzt in der Tat zu, den Ort quasi als kognitives Element von Denken zu propagieren, einzuführen. Das ist sozusagen das Geheimnis dieses wissenschaftstheoretischen Konzepts.
Und das ist auch dann sozusagen in der Umkehrung das Geheimnis. Was ist eigentlich gemeint, wenn Theorien, die ihre universelle Gültigkeit abgesprochen wird, sprich ihre Gültigkeit jenseits des, wie da gesagt werden würde, des lokalen Kontexts, in dem sie irgendwie kreiert worden sind. Was ist das eigentlich für ein Gedanke? Ich wollte aber vielleicht, damit ich da nicht nur quasi immer sozusagen wiedergebe, was wie da gedacht wird, wenn du einverstanden bist, mal irgendwie kurz drei Zitate von einem sozusagen für diese Debatte wichtigen, vielleicht auch wichtigsten Denker irgendwie vorstellen. Chakrabarty heißt der, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Provincializing Europe. An dem Titel merkt man ja, was da sozusagen die politische Intention ist, die Provinzialisierung der europäischen Theorien. Also Europa quasi als Provinz zurückweisen, das hat keine globale Geltung, sondern das ist halt seine Provinz. So, das ist dann im Endeffekt. Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber. Im Deutschen, ich weiß es wirklich nicht, ja, im Deutschen heißt ja der Vorwurf Provinzialismus, dass man irgendwie ein bisschen vom Land, ein bisschen vom Land ist und einfältig, so einfältiger Landpinsel ist irgendwie ein provinzieller Typ. Ich weiß nicht, ob in diesem Titel auch das sozusagen diese Anspielung irgendwie gemeint ist, aber klar ist, wenn man das mal weglässt, ob der das auch so meint, klar ist, dass mit diesem Titel den Wissenschaftlern und dann natürlich vor allem den europäischen Wissenschaftlern quasi signalisiert wird, sozusagen Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ihr macht eure Theorien in Europa. Europa ist irgendwie eine Provinz der Welt, aber sie ist nicht der Arsch der Welt, ja. Sorry, wenn ich das so blöd formuliere, aber so ist es schon gemeint. Also Provinzialisierung heißt, es gibt Theorien, die haben alle ihren Ort, zu dem sie passen und an den sie hingehören. Aber das Rumreisen dieser Theorien in der Welt, das wollen wir mal irgendwie jetzt mal unterbinden. Das ist da schon die Botschaft drin. Und vielleicht mal irgendwie ein paar Zitate. Ich muss die mal schnell übersetzen, weil die sind halt aus diesem Englisch. Das Buch ist halt in Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Aber ich kann es ganz kurz übersetzen, aber ich denke auch, das ist irgendwie nicht so übermäßig kompliziert. Du kannst es auch, lies es mal auf Deutsch, auf Englisch vor gern. Wir können es auch dann im Nachhinein auf Deutsch nochmal einblenden. Ja, okay. Also, ich lese mal eben, das sind drei Zitate, ist gar nicht so schrecklich lang. Das erste heißt so, da kündet der Mensch in der Einleitung an, was sozusagen sein Programm ist. The proposition that thought is related to places is central to my project Provincializing Europe. Also im Mittelpunkt meiner Argumentation steht die Überlegung, dass Gedanken are related to place, also Gedanken stehen in Verbindung zum Ort, an dem sie kreiert werden. Und das ist zentral für dieses Projekt der Provinzialisierung der europäischen Wissenschaften. Also nochmal, das bezieht sich auf den gesamten globalen Norden. Dann Zitat Nummer zwei. Wie geht das jetzt, dieses Verhältnis von Place und Gedanken? To provincialize Europe was precisely to find out how and in what sense European ideas that were universal were also at the same time drawn from the very particular intellectual and historical traditions that could not claim any universal validity. Also mit anderen Worten, ich will herausfinden, inwiefern die Gedanken, die die Europäer produzieren und die sozusagen mit dem Anspruch der universellen Gültigkeit auftreten, gleichzeitig Gedanken sind, die entspringen einem sehr speziellen intellektuellen und historischen Zusammenhang, nennen wir es mal Traditions, die eine universelle Gültigkeit überhaupt nicht beanspruchen können. It was to ask the question about how thought was related to place.
Und das ist der Kernsatz. Es ging darum, die Frage zu stellen, in welchem Zusammenhang, in welchem Verhältnis stehen Gedanken zum Ort. Can thought transcend places of their origin? Können Gedanken den Ort ihrer Entstehung transzendieren? Also mit anderen Worten, überwinden, ja, so. Können sie das überwinden? Können sie unabhängig vom Ort ihres Entstehens Gedanken produzieren? Or do places leave their imprint on thought in such ways as to call into question the idea of purely abstract categories? Ein ziemlich harmlos sich hörender Ansatz, der ist gewaltig. Nochmal, or do places leave their imprint on thought in such ways as to call into question the idea of purely abstract categories? Oder ist es so, stellt er die Frage, und es ist so, dass Orte ihre Spuren, sagen wir mal, in den Gedanken hinterlassen, und zwar auf eine Art und Weise, dass die Idee von abstrakten Kategorien ein Irrtum ist. Diese Idee der abstrakten Kategorie in Frage stellen, call into question. Und dann gibt er noch ein sehr aufklärungsreiches Beispiel, mit dem er quasi illustriert, warum für ihn es irgendwie sonnenklar ist, dass die Idee, dass der Ort keine Spuren in den Gedanken über die Gesellschaft, über die dort gedacht wird, keine solche Spuren hinterlässt, dass der nach seiner Auffassung offensichtlich Unfug ist, nicht geht. Und da gibt er ein schönes Beispiel, und das Beispiel lautet so: Until I arrived in Australia, I had never seriously entertained the implications of the fact that an abstract and universal idea characteristic of political modernity everywhere, let's say the idea of equality or of democracy or even of the dignity of human being, could look utterly different in different historical contexts. Was sagt er? Er hat irgendwie eine Erfahrung gemacht, und seine Erfahrung war, dass er nach Australien gefahren ist, und bei seiner Reise nach Australien sozusagen ein für ihn schlagendes Erlebnis gehabt hat, das bei ihm mit der Vorstellung aufgeräumt hat, dass es Gedanken, er nennt es Ideen, gibt, gemeint sind Gedanken, aber es ist egal, ist ein anderes Wort dafür, die sozusagen überall Gültigkeit haben, so wie erwähnt jetzt, was weiß ich, das Konzept von Modernity oder auch solche sich sehr ja sozusagen als Charakteristik von Menschen an und für sich, also Equality oder Democracy oder sogar das Konzept der Dignität, menschlicher Dignität oder so ähnlich würde man es wohl übersetzen. Menschenwürde vielleicht. Menschenwürde, ja. Genau. Dass das doch sozusagen völlig vom Ort völlig unabhängige Gedanken sein müssten. Das hat ihn dort bei seinem Besuch in Australien irgendwie irritiert. Und da hat er gemerkt, da stimmt was dran nicht. Und jetzt sagt er uns im nächsten Satz ein Beispiel und sagt, was ihn irgendwie da am meisten irgendwie umgerüttelt hat und zu seinen wissenschaftstheoretischen Überlegungen geführt hat. Und dann sagt er: Australia, like India, is a thriving electoral democracy. But Elections Day there does not have anything of the atmosphere of festivity that I was used to it in India. Was sagt der Mann? Er sagt, er ist da irgendwie in Australien gelandet und war dann schockiert darüber, dass in Australien, in Unterschied zu Indien, wo er herkommt, er ist halt Inder, der Wahltag, der Election Day, rein gar nichts von dem sozusagen von der Festlichkeit ausstrahlt,
die er aus Indien kennt. Und stattdessen, so darf man sozusagen schließen, die Australier ohne Festtagsstimmung irgendwie da ihre Zettel in die Kisten geschmissen haben, während in Indien Wahlen als Election Day gefeiert werden. Will sagen, man kann doch deswegen, so sein implizites Argument, man kann doch deswegen unmöglich sagen, Wahlen sind dies und das, und zwar vollkommen unabhängig davon, ob die Leute jetzt irgendwie Wahlen als festlichen Akt zelebrieren oder wie die Australier gelangweilt da zur Wahlurne trotteln und ihre Stimme abgeben. Da stimmt doch irgendwie was nicht mit unseren Theorien. Wenn wir beides als Wahlen thematisieren und eine Theorie über Wahlen haben, die diese Unterschiede in diesen Theorien nicht reflektiert. Das ist das, was an diesem Beispiel gesagt sein will. Also, wie hat er gesagt, der Ort muss quasi als Element der Theoriebildung berücksichtigt sein. Ansonsten verpasst das Denken Elementares in der Welt. Das ist der Gedanke und das ist der wissenschaftstheoretische Kern seiner Argumentation. Das hat er gesagt. Wie hieß das Zitat vorher? Kann man, wie hat er gesagt, can thought transcend places of their origin? Und zweitens, oder muss man stattdessen die Ideen dieser purely abstract categories, die sozusagen auf den Ort keine Rücksicht nehmen und Verallgemeinerungen darstellen, die auf die speziellen Phänomene des Ortes, also wie das, was er dann in Australien beziehungsweise in Australien nicht erlebt hat, Festivity beim Wahlen, darf man das in Theorien ignorieren oder muss man das berücksichtigen? Also den Ort betrachten als den Ort als Quelle der Theorien, die man über das, was man irgendwo macht, berücksichtigt. Das ist sozusagen der wissenschaftstheoretische Kern seiner Überlegung. Das wäre dann der nächste Punkt, zu dem ich dann irgendwie was sagen möchte. Ja, genau. Also vielleicht macht es dann Sinn. Interessant wird es natürlich jetzt. Man merkt ja bei dir auch schon in den Ausführungen, dass du da auch eine Kritik dran hast, an dieser Kritik, also eine Kritik der Kritik dann auch noch ausgeführt wird, aber vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen darüber, was denn, also der Chakrabarti hat das jetzt so intentional vorgestellt quasi mit seinem anekdotischen Beispiel. Wie stellt sich dann die Kritik an diesem Universalismus auf? Erstmal überhaupt, was ist eigentlich mit diesem Universalismus des Wissens oder der Wissenschaft gemeint? Und wie ist dann die Kritik von denen im Detail an dieser Idee des Universalismus zu verstehen? Kannst du das vielleicht nochmal ausführen? Und meinetwegen dann gerne auch übergehen in deine Kritik an dieser Kritik. Ja, ich probiere das mal. Denn das ist ja der Kern des wissenschaftstheoretischen Einwands, der hier formuliert wird. Der Kern ist tatsächlich, so habe ich das hier in meinen Notizen stehen, der Ort ist ein kognitives Element von Denken. Was soll das eigentlich sein? Die Kritik ist andersrum formuliert, eine Kritik an der universellen Validität von Theorien jenseits des Ortes des Denkens. Da mal kurz irgendwie rein ein bisschen drin rumbuddeln. Das ist ja irgendwie komisch. Also nehmen wir mal an, gehen wir mal auf sein Beispiel zurück. Ja, es gibt, gewählt wird in Australien und gewählt wird in Indien. Und dann stellt sich jetzt der Denker die Frage, was sind Wahlen? Und der Mann sagt, die Frage kann man eigentlich gar nicht stellen.
Denn es sind gar nicht, es ist gar nicht dasselbe. Es sind gar nicht Wahlen dort und hier, wenn in dem einen Fall bei Wahlen irgendwie, keine Ahnung, was da irgendwie gemacht wird, die feiern, trinken vielleicht einen Schnaps dabei oder so ähnlich oder irgendwas. Und die anderen gehen da, trotteln da so hin. Man kann gar nicht, sagt er, diese Sache als dasselbe überhaupt bezeichnen. Es ist überhaupt nicht derselbe Gegenstand. Die Konstruktion, dass es sich in beiden Fällen um dasselbe handle, um Wahlen, sagt der, ist bereits eine Universalisierung des Phänomens, dass ein, ja, es ist ein bisschen schwer zu formulieren, sagen wir einfach mal, ein theoretischer Fehler ist. Warum man das eigentlich gar nicht sagen kann in seiner Denke, will ich gleich erklären, weil es bei dem nämlich gar keinen Fehler gibt. Das ist also ein bisschen verzwackt. So mal, um das ein bisschen versuchen aufzudröseln. Der benutzt ja dieses Theorem der universellen Gültigkeit von Theorien. Und ich will einfach mal darauf hinweisen, dass dieses Konzept von Universalität als wissenschaftstheoretische Kategorie Einzug gehalten hat in die Debatte über wie geht Denken von einem gewissen Herrn Merton. Der hat mal sowas in die Welt gesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht mehr genau sowas. Ich glaube, es war so in den 50er, 60er Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da zeitlich so korrekt liege. Ist aber nicht so wichtig. Der hat ein seinerzeit sehr bemerkenswertes Buch geschrieben und das handelte von dem Scientific Universalism, von dem wissenschaftlichen Universalismus. Überhaupt von universell zu reden in der Wissenschaft ist, wenn man sich das irgendwie etwas naiv anschaut, schon komisch. Also was macht man denn? Man sieht irgendwie was, man begegnet irgendwie einer Sache. Und dann fragt man sich, was ist sie? Und dann denkt man drüber nach und dann denkt man, okay, verstehe, das ist, hierbei handelt es sich um einen Hund, sagen wir mal. Oder hierbei handelt es sich um, da irgendwann alle 4 Jahre latschen die Leute dahin, gehen dahin, falten einen Zettel, machen Kreuz, schmeißen das da rein. Ah, genau, das habe ich in der Schule gelernt oder so. Das sind Wahlen. Und bei Wahlen passiert das und das und das. Wo kommt da überhaupt diese Idee? Was heißt hier Universalismus? Also ich. Aber irgendwie ist das ja ins Gespräch gebracht worden. Und zwar von dem Merton. Der Merton hat dann vom wissenschaftlichen Scientific Universalism gesprochen in den 50er, 60er Jahren. Irgendwie war das. Und was hat der damit sagen wollen? Der wollte sagen, angesichts dessen, dass wir sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Welt leben, die nicht mehr nur aus dem Teilen der Welt besteht, in denen bisher sozusagen das wissenschaftliche Denken zu Hause war, sondern in einer Welt leben, die jetzt sozusagen das wissenschaftliche Denken überall und zwar auf unterschiedliche Art und Weise praktiziert, möchte ich mal den Vorschlag machen, dass jedes wissenschaftliche Denken auf der Welt seine Anerkennung finden muss. Wissenschaft ist universell. Dass dieser Mann, wenn er das gesagt hat, damit meinte, dass er dann
von der Wissenschaft redet, die für ihn Wissenschaft ist, also der Wissenschaft, die bei ihm als wissenschaftliches Denken mit den ganzen Ingredienzen, die dieses Denken auszeichnet, dass der das gemeint hat, ist auch so. Und damit andere Sorten des Denkens aus dem wissenschaftlichen Denken tatsächlich ausgeschlossen hat, ist auch so. Der hat das natürlich als Ami ganz anders formuliert. Der hat gesagt, wir sollen keinen ausschließen. Aber wenn der gesagt hat, wir wollen keinen ausschließen, dann hat er natürlich gemeint, wir wollen alle Leute einladen, sozusagen diese Sorte Wissenschaft zu treiben. Jedermann ist willkommen, diese Sorte Wissenschaft zu betreiben. Es war also irgendwie diese zweischneidige Angelegenheit, dass er gesagt hat, kommt mal alle her, macht alle Wissenschaft rund um die Welt. Aber dass Wissenschaft so und so aussieht, darüber muss man nicht diskutieren nach seiner Vorstellung. Das ist die Art und Weise, wie mal der Gedanke von Universalismus in die Welt gekommen ist. Wissenschaft soll es überall geben. Natürlich diese Wissenschaft, die wir von der sagen, die sieht so aus. Das ist Wissenschaft. In dieser postkolonialen Debatte wird aus diesem Begriff was komplett anderes gemacht. In dieser postkolonialen Debatte wird aus der sozusagen Einladung rund um die Welt sich sozusagen der theoretischen Auseinandersetzung mit der Welt zu widmen, gemacht, wie diese Wissenschaft zu gehen hat oder wie sie nicht zu gehen hat. Da wird eine Kritik formuliert, die richtet sich auf die Gültigkeit dieser Theorien oder genauer gesagt, die richtet sich darauf, wo diese Theorien für sich beanspruchen können, überhaupt Theorien zu sein und wo nicht. Und da ist hier das Argument, Theorien dürfen nicht universell gültig sein. Und das ist komisch, wenn man sich das mal überlegt. Das ist komisch. Also was soll das denn heißen? Machen wir mal irgendwie ein paar Beispiele. Ich mache irgendwie eine Theorie, ich sehe hier die Leute, nehmen wir das Beispiel, weil das ist ja das, was er benutzt, also kann man damit auch gut irgendwie operieren. Nehmen wir mal an, ich renne hier rum, ich lande wie er in Deutschland und dann bin ich da in Deutschland am Election Day und gucke da und da gehen die Leute da immer in so eine Kneipe rein oder was weiß ich, in ein Wahllokal und wählen da und dann frage ich mich, was machen die denn da eigentlich? Ja gut, dann überlege ich mir das und na klar, lese ein Buch und dann finde ich, aha, da schreibt einer was und sagt, das ist das und das. Und jetzt habe ich irgendwie rausgefunden, weiß jetzt, was die da machen. Und also, ich kann mir ja dann noch die Frage stellen, wählen Leute woanders auch, machen die das auch oder so? Aber die Einführung der Frage, das, was ich jetzt rausgekriegt habe, darüber, was ich meine, was Wahlen sind, ist das universell gültig oder nicht, ist irgendwie eine absolut schräge Frage, die sich kein Mensch stellt. Und ich wage mal zu bezweifeln, als erstes, ob es überhaupt so ist. Ist es tatsächlich so, dass Leute, die in Europa Theorien über weiß der Himmel was machen, über allen möglichen sozialen Kram, der ihnen hier über den Weg läuft, und die dann Bücher schreiben, schreiben die da wirklich in diese Bücher immer alle rein? Das ist jetzt aber in Lesotho oder in Indien oder Afghanistan, das ist jetzt genauso. Also das ist komisch, weil diese Behauptung, dass diese Europäer alle ihre Theorien machen und mit dem Anspruch durch die Welt reisen würden, diese Theorien würden überall Gültigkeit haben, ist irgendwie sehr merkwürdig, weil das macht überhaupt keiner. Ja? Also ich möchte mal wirklich sehen, ein Wissenschaftler, der allen Ernstes in sein Buch reinschreibt, er macht eine Theorie über Wahlen, ist ein Franzose, der guckt sich da an, wie da gewählt wird, was da gemacht wird, schreibt eine Theorie über Wahlen und sagt dann irgendwie, das ist aber genauso, wie ich das jetzt gesagt habe, in allen Teilen der Welt, das macht doch kein Mensch. Im Übrigen, es gibt ja irgendwie in diesen europäischen Wissenschaften eine Debatte, die sagt irgendwie geradezu das Gegenteil. Die sagt, wir müssen endlich mal unsere Theorien globalisieren. Unsere Theorien haben irgendwie einen gewaltigen Haken.
wir kümmern, wir denken irgendwie immer nach über die sozusagen über sehr national eingegrenzte Phänomene. Wir müssen uns endlich mal irgendwie mit der Welt beschäftigen. Das tun wir überhaupt nicht. Das ist ein absolutes Unding, weil wir leben irgendwie in einer globalisierten Welt und unsere Wissenschaften sind irgendwie lokal bis zum geht nicht mehr und wir haben keine Ahnung von der Welt. Also müssen wir uns mal mit der Welt beschäftigen. Also ich möchte mal ein bisschen in Frage stellen, ob diese Behauptung, dass diese europäischen Wissenschaftler irgendwie immer durch die Weltgeschichte ziehen und sagen, unsere Theorien sind überall gültig, dass das überhaupt stimmt. Wenn überhaupt, ist es tatsächlich so, dass sozusagen die Leute, die dann irgendwie aus diesen Teilen der Welt kommen und in London, Berkeley oder von mir aus auch in Tübingen oder sonst was an der Sorbonne studieren, die sausen dann irgendwie nach Hause mit ihren Theorien. Ja, und die machen das tatsächlich. Die haben ja das gelernt, die haben dann gelernt, so sie geht Wahlen. Und dann gehen sie da hin und sagen, jetzt muss ich doch mal gucken, wie hier Wahlen gehen. So passiert das. Aber das ist sozusagen, das den europäischen Theorien vorzuwerfen, dass die irgendwie immer da mit diesem Universalismus hausen gehen, das mag ich, will ich mal bezweifeln. Zweitens, was ist das eigentlich für eine, lass mir das mal weg, was ist das jetzt eigentlich für eine seltsame Kritik? Da gibt es eine Kritik, die sagt, wenn, nehmen wir mal an, es in Australien oder in Deutschland, wo auch immer, zwei Theorien gibt, die behaupten das Gegenteil. Der eine sagt, Wahlen sind grün und der andere sagt, Wahlen, ich mache mal ganz einfach, der eine sagt, Wahlen sind grün, der andere sagt, Wahlen sind gelb. Dann müsste man jetzt, sofern beide Theorien nicht behaupten, sie reden über Wahlen an und für sich überall, sondern sie reden nur über Wahlen in, sagen wir, in Australien, dann müsste man sagen, da beide nicht beanspruchen, universell zu sein, sind sie beide richtig? Wie geht das denn? Wie soll das denn gehen? Die behaupten, dass, also ich nehme es, weiß ich mal, konstruiert, das ist mit Grün und Blau ja sehr blöd, aber lassen wir es mal dabei, nur um mal zu sagen, wir behaupten irgendwie wenigstens was Unterschiedliches. Lassen wir mal, finden wir mal ein Beispiel, kann sich jeder ausdenken, die behaupten das Gegenteil. Dann sind die beide okay, sofern sie nicht den Anspruch der Universalität stellen. Im Ernst? Also das soll gehen? Ja, das, also dieser Theorie zufolge geht das. Andersrum formuliert, ich behaupte eine Theorie in Australien über Wahlen und eine in Indien. Und beide Theorien sagen ihrerseits das Gegenteil, dann stimmen sie beide. Ja, das geht auch in dieser Kritik. Überhaupt kein Problem. Mit anderen Worten, man kann diese Idee, dass Theorien Repräsentanten von Gedanken sind, die ihnen die Orte zuspielen, überhaupt nur denken, wenn man die Unterscheidung von Gedanken in richtige und falsche Gedanken über Bord geschmissen hat. Nur dann geht das überhaupt. Und um mal sozusagen ein bisschen da die Wucht rauszunehmen oder vielleicht auch umgekehrt die Wucht überhaupt erst reinzusetzen, weil über diese Kategorie richtige und falsche Gedanken ja in diesen Wissenschaften irgendwie aufs Wildeste irgendwie gestritten wird und ganze Wissenschaftstraditionen darüber irgendwie sozusagen die Geschichte dieser Wissenschaft irgendwie geschrieben haben. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen, aber das ist ja sozusagen der Casus Knactus der wissenschaftstheoretischen Debatten. Kann es richtiges und falsches Wissen geben? Und dann geht es da irgendwie immer darüber, dass Theorien irgendwie immer nur richtig und objektiv und nicht so ganz objektiv sein können, weil abhängig von ihren Absatz. Diese ganzen Debatten, angefangen von Kant über alle diese ganzen anderen Leute bis zum heutigen Tage, bis eben zu Chakrabarti.
Das kann man mal jetzt alles mal ein bisschen sozusagen runterkochen und sagen, es geht irgendwie nur darum, man kann auch einfach sagen, ich habe eine Theorie und leuchtet mir die ein. Ja, finde ich die stimmig, macht das Sinn für mich oder so. Und eine Theorie kann irgendwie nicht stimmig sein, die in einem Satz das Gegenteil von dem behauptet, was sie vorher gesagt hat. Das geht halt nicht, so simpel ist das halt. Das ist halt uneinleuchtend, so geht halt, so funktioniert halt irgendwie der menschliche Verstand. Der Mensch sagt, nee, so funktioniert der menschliche Verstand nicht. Der menschliche Verstand funktioniert so. Sein Konzept von Wissen ist, dass Wissen gar kein Urteil über die, sagen wir es mal, Sinnhaftigkeit von Gedanken ist, über die Nachvollziehbarkeit von Gedanken ist, sondern der hat wirklich die Vorstellung der Chakrabarti, dass Gedanken Repräsentanten des Ortes sind. Gedanken sind nicht das Durchdringen der Sache in Hinblick auf das, was ihre Natur ist. Man sagt dann auch, dass irgendwie das Wesen der Dinge ist oder irgendwas Komisches. Und dann müssen diese Gedanken irgendwie zusammenbringen, das, was sie als Phänomen zeigen und das, was sozusagen als Eigenart hinter ihnen steckt. So geht halt das Konstruieren von Gedanken. Der Mensch sagt, alles Quatsch. Das sind Vorstellungen von Gedanken, die weise ich zurück. Was der sagt ist, daher der Hinweis, can thought transcend the imprint of place, der will sagen, Gedanken sind überhaupt nur gar nicht die Sachen, die man sozusagen mit seinem Denken herausgräbt aus der Auseinandersetzung mit dem Ding, sondern die einem die Dinge, die Realität vor Ort eindrücken, die sozusagen, da das Wort imprint. Und was ist das für eine Vorstellung von, was ist das für eine seltsame Vorstellung Gedanken, die da irgendwie formuliert wird? Dazu muss man mal kurz anhalten und von diesem wissenschaftstheoretischen Überlegung, wie Gedanken entstehen, was das eigentlich ist, kurz weggehen und mal kurz schnell die Frage stellen, was ist eigentlich dieser seltsame Ort, von dem da immer die Rede ist? Was ist das denn? Ist das, wie sagt man irgendwie, das ist ein Koordinaten? Quatsch, natürlich nicht. Ist das überhaupt ein Ort? Ist das überhaupt eine geografische Kategorie? Das ist Berlin. Ist Berlin. Ist es irgendwie, keine Ahnung, ja, ist es irgendwie, keine Ahnung, eine Flusskreuzung oder keine Ahnung, etwas. Naja, sein Beispiel packt da was aus, was schlagend ist. Der Ort ist eine nationale Gesellschaft. Der Ort ist nicht Indien als Lokalität, sondern der Ort ist diese nationale indische Gesellschaft. Und nicht nur das. Der Ort ist nicht nur diese nationale Gesellschaft, sondern der Ort ist die Art und Weise, wie in unserem Fall von Wahlen, diese indische Gesellschaft Wahlen, sagen wir mal, gutiert oder etwas weniger bedeutet. Was ihnen Wahlen bedeutet, wie die Wahlen sozusagen bewerten. Finden sie gut oder finden sie schlecht? Feiern die sie oder feiern die sie feiern nicht? Sie ja. nie, feiern sie sie oder feiern sie sie nicht? So, bei dem Menschen ist also Wissen die Artikulation der subjektiven Bewertung von Leuten, die über diese Sache haben. Und das ist in mehrfacher Hinsicht ein irrer Gedanke, muss man mal sagen. Man merkt an dieser Stelle schon ein bisschen, vielleicht, ich mache das nachher nochmal explizit, warum ich am Anfang gedacht habe, es ist mal sinnvoll, auf den zivilisatorischen Gehalt von Wissen hinzuweisen und was das bedeutet für das Verhältnis der Mitglieder einer Gesellschaft zueinander, wenn ihr Verhältnis über Wissen, wie sagt man, moderiert wird, sag ich mal. Was macht der hier, der sagt,
Er sagt, Wissen ist die Artikulation der subjektiven Bewertung der Dinge durch eine Gesellschaft. Das ist das, was der als Wissen vorstellt. Und da kann man irgendwie mal als erstes feststellen, wer sowas sagt, der muss wohl seinerseits eine sehr subjektive Bewertung dessen vorgenommen haben, was er dann als Wissen gelten lässt und nicht. Denn dass der Umstand, dass in Australien Wahlen sozusagen zelebriert werden, erlaubt demzufolge beispielsweise die Urteile, die Australier haben, nämlich die sagen, okay, machen wir mal, denen nicht. Also das ist irgendwie eine sehr seltsame, ein sehr seltsamer und ein sehr weitreichender Dogmatismus, der hier geltend gemacht wird. Man muss die Dinge so sehen in einem Land, wie das Land sie sieht. Mein lieber Scholli, also von viel von Diskussion, Kritik, Auseinandersetzung bleibt da nicht mehr über. Das ist schon ziemlich gefährlich. Also das ist eine Theorie, die enthält ein Maß an einem Affirmatismus, der ist nicht mehr zu überbieten. Der heißt, wenn ich das mal irgendwie auf hiesige Orte irgendwie übertragen darf, in Deutschland sieht man das so, also sieht man das in Deutschland so. Mein lieber Scholli. Das ist das, was der als Konzept von Theorie hat. Und deswegen ist es auch so, dass meine eingangs formulierten Widersprüche, wie kann es denn sein, dass man irgendwie zwei widersprüchliche Theorien am selben Ort hat, die für den beide gelten, sofern sie dann irgendwie nicht beanspruchen, irgendwie auch woanders gültig zu sein. Mein Widerspruch ist gar keiner für den. Und zwar deswegen nicht, weil es für den Gesichtspunkt, die Theorien sind stimmig, machen Sinn oder sind falsch oder richtig, den gibt es überhaupt nicht. Den kickt der tatsächlich raus, indem er sagt, es gibt in diesem Sinne gar nicht Theorien, es gibt gar nicht Gedanken, die sozusagen Sinn machen, die logisch sind oder stimmig sind. Das gibt es gar nicht. Gedanken sind für den überhaupt nur Artikulationen, der Bewertung von Dingen, wie man Dinge findet, gut oder schlecht oder so. Das ist das, was Theorien sind, für den Mann. Vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Was der Mensch hier macht, wenn der sagt, es wäre ein falsches Denken, wenn man die in einem bestimmten lokalen Zusammenhang praktizierten Umgangsweisen mit irgendeinem Phänomen durchstreicht, und nicht sozusagen zu dem erklärt, was der eigentliche Gehalt der Dinge ist. Was macht er da eigentlich, sagen wir mal methodisch, theoretisch gesprochen, was macht er? Er kommt ja nun auch nicht umhin, Ironie der Geschichte, Ironie der Argumentation, sowohl in Indien als auch in Australien, von Wahlen zu reden. Der sagt ja nicht, das eine ist Knicks und das andere ist Knucks, sondern der sagt, das sind beides Wahlen. Na, wo hast du das denn eigentlich her? Das merkt man schon in der Semantik des Arguments, wenn du sagst, indische Wahlen sind was anderes als australische Wahlen. Das mag ja sein, das sind zwei verschiedene Gegenstände, ne? Indische Wahlen und australische Wahlen, aber in beiden stecken halt die Wahlen drin. So ist es. Und lieber Meister Chakrabarti, woher weißt du eigentlich, dass es sich um dieselbe Sache handelt? Dumm gelaufen, oder? Denn du wolltest ja
mit deinem Argument darauf hinweisen, dass es gar keine Besonderheiten gibt, sondern dass überhaupt nur die Besonderheit einer Sache das ist, was die Sache auszeichnet. Dann könntest du sie aber auch nicht vergleichen. Dann könntest du sie aber auch nicht mehr vergleichen. Tja, was denn nun? Was macht der Mann, sozusagen wirklich mal wissenschaftstheoretisch gesprochen, was macht der Mann? Der Mann hält das, was Denken macht, die Verallgemeinerung, die Denken macht, die hält der gegen die Identifizierung von Variationen, Besonderheiten einer Sache. Das ist das, was der macht. Und der macht, der wirft dem Denken genau das vor, was es auszeichnet. Das Denken sagt halt, das sind beides Wahlen, indem beides sozusagen im Prinzip die identischen Sachen sind. Dann gibt es unterschiedliche Umgangsformen damit, was weiß ich, in Indien wird es gefeiert, bei anderen wird das nicht so gemacht. Aber was der Mensch macht, ist, dass der diese Operation des Denkens, das, was die Dinge gemeinsam haben und das, was sie als Besonderheiten auszeichnet, so gegeneinander zu halten, dass er sagt, das, was Denken tatsächlich macht, also seine Verallgemeinerung, die Unterscheidungen zwischen dem, was den Dingen sozusagen ihre Natur verschafft und den Dingen, die ihre Natur enthält, aber dann irgendwie diese Natur variiert. Das hält der Meister gegeneinander und sagt, die Verallgemeinerung selber sind eine Versündigung am Denken. Mit anderen Worten, das, was das Denken überhaupt auszeichnet, ist das, was den Menschen stört. Nämlich das, was die Verallgemeinerungen sind. Diese Abstraktion, also vielleicht mal ein anderes Beispiel, also so banal, wie das sich auch anhört. Ja, aber so banal ist es. Also man sieht einen Schäferhund und einen Dackel. Oder sagen wir mal, einen Schäferhund und einen Dackel. Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ja, das sind beides Hunde, dann ist das für Chakrabarti nicht zulässig. Genau. Der sagt, es ist eine, du erfasst irgendwie nicht mehr das, was diese beiden Dinge auszeichnet. Nur wenn du sagst, das eine ist ein Dackel und das andere ist ein, ist, was war das? Ein Schäferhund. Schäferhund? Aber Schäferhund geht schon auch nicht mehr, weil da steckt ja das Hund drin. Hund, ja, das ist, genau. Also ein Dackel und ein Golden Retriever oder also sowas. Es geht einfach ums Verrecken nicht. Ja? Der will sozusagen irgendwie, und ich komme ja gleich noch irgendwie zu einem kleinen Späßchen, aber es ist ehrlich gesagt gar nicht so spaßig. Der will eben tatsächlich das, was sozusagen was das Denken als Denken qualifiziert, nämlich Wichtiges von Unwichtigem, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Das nervt den. Und mal zugespitzt formuliert, warum nervt den das eigentlich, den Kerl? Das nervt den deswegen, weil der Mensch partout propagieren will, dass die Artikulation der nationalen Gesellschaften und ihrer Sicht auf die Welt das sein muss, was ich jetzt als die Natur von Denken als wissenschaftstheoretisches Gebot irgendwie unbedingt vorstellen will. Deswegen verrennt dieser Knallkopf sich allen Ernstes dazu, und ich komme gleich dazu, sozusagen dem Denken genau das vorzuwerfen, was das überhaupt nur ist, und zwar was das Denken ist, ganz jenseits davon, ob jetzt die Gedanken irgendwie was taugen oder nicht. Der redet wirklich gegen das Denken an und für sich, nicht gegen einen bestimmten Gedanken. Der will das Denken nicht. Der will alle die Operationen, die das Denken macht, unterscheiden in wichtig und unwichtig, in was die Natur von Sachen ist, was nicht, was Nebensache ist, nicht, was da gar nichts dazu passt und so rausgehört. Das, alles, was ein Denken irgendwie in der Sortierung seiner Überlegung über eine Sache macht, das will der alles rauskicken, weil alles das den Menschen als Störung dafür erscheint, dass das, was er propagieren will, dass sozusagen die nationale Selbstdarstellung der indischen oder irgendeiner nationalen Gesellschaft irgendwie auf der Welt irgendwie neben den Europäern zum Zuge kommt, weil er das unbedingt jetzt nicht nur einfach sagen will, hey, wir möchten auch mal irgendwie unser Zeug sagen, sondern weil der Mensch allen Ernstes das als ein Gebot des Denkens vorstellen will. Und deswegen ist auch diese dämliche Debatte über diese wissenschaftstheoretischen Implikationen dieses postkolonialen Denkens so wichtig, weil der ja nicht einfach sagt, Mensch,
da können Sie auch hinstellen, lass doch auch mal die indischen Leute irgendwie oder irgendwie sonst welche Leute aus dem globalen Süden, lass die doch auch mal irgendwie ihr Zeugs irgendwie in der Welt rausposaunen. Ja, ist doch okay, kann man ja sagen. Ja, tatsächlich, ja, die kommen ja wirklich nicht zu Wort. Das ist ja tatsächlich so. Aber nein, der will unbedingt sozusagen die Artikulation von anderen Sichtweisen als der Europäer, das will er jetzt unbedingt vorstellen, begründen als ein Gebot des einzig richtigen, korrekten Art zu Denkens. Also als wissenschaftstheoretisches Gebot, als Gebot, wie man überhaupt richtig Gedanken formuliert. Und das heißt eben bei ihm, can place transcend thought. Frage. Thought transcend place. Und da sagt er, nee, siehst du, geht nicht. Und was ist das? Diese Operation, na, das, was du gerade an dem Beispiel von Hund und so gesagt hast, ja. Aber es ist noch nicht zu Ende, es wird noch schlimmer. Zwischenfrage. Ja. Wie kann der denn das eigentlich wissen? Frag ihn mal. Also warum stellt er da nicht die Frage, na gut, diese Idee, dass Wissen an den Ort gebunden ist, an welchen Ort ist eigentlich diese Idee gebunden? Genau. Ich sag dir, ich lebe nicht. Es kommt noch, ja? Okay, entschuldige. Nein. Nicht vorweg. Ich lese da mal irgendwie ein Zitat vor, das kommt dann irgendwie gleich, kommen wir gleich zu. Das heißt so, if this argument is true for India, then it is true of any other place as well, including of course Europe or broadly the West. Ach was. Ja, was sollst du denn sonst machen? Ich komme da gleich dazu. Ich meine, wenn du halt irgendwie Argumente begründen willst, dann musst du halt irgendwie Argumente nehmen, ja, und dann schmeißt er irgendwie mit diesem Argument irgendwie alles, was er vorgesagt hat, über Bord und sagt, das gilt natürlich überall, was ich gesagt habe. Ja, wie du richtig sagst, auf welcher Ort hat hier denn diesen Gedanken irgendwie eigentlich eingeflüstert, dass nur der Ort irgendwie überhaupt irgendwie einem Gedanken einflüstert. Da kommen wir gleich zu, können wir dann irgendwie kurz machen. Das ist zwar irgendwie, weißt du, du machst da Witze drüber, ich mache da auch Witze drüber, aber es ist ganz und gar nicht witzig. Ja. Es ist wirklich ganz und gar nicht witzig, muss man mal sagen. Es ist folgenreich auf jeden Fall, ja. Allerdings. So, es geht ja tatsächlich noch einen Schritt weiter. Wir haben besprochen, was der Ort ist. Wir haben gesprochen, was in seinem Konzept von Theorien oder Gedanken die Rolle des Ortes ist. Also der Ort ist sozusagen die nationale Gesellschaft oder was weiß ich, sind in dieser ganzen Denke. Aber das ist natürlich nicht nur die Denke des postkolonialen Denkens, sondern das ist die Denke der generell der Sozialwissenschaften, Ethnien, Nationen, kulturelle Einheiten und so weiter und so fort. Ich will da jetzt nicht sagen über die ganze Kreation dieser Begriffe, aber es ist natürlich klar, der Chakrabarti lebt in dieser Welt, dieser Wissenschaft und operiert mit diesen ganzen Begriffen, die ja irgendwie nicht die Bohne reflektiert, sondern die ihm alle willkommene Einheiten sind, um sein wissenschaftstheoretische Gedanken irgendwie vorzustellen. Soweit, so gut. Nochmal, das Argument will gegen das, was die Natur des Denkens ist, vorgehen. Und deswegen, weil er eben propagieren will, dass Gedanken, Theorien nichts anderes sind als die Artikulation der nationalen Sichtweisen, die nationale Gesellschaften auf der Welt, auf diese haben, weil er will, dass die das irgendwie verbreiten können und deswegen eben das Ganze als eine, nicht nur als einen politischen Willen irgendwie vorstellt, den er hat, ein politisches Konzept, sondern irgendwie begründen will als eine politische Absicht, sondern als ein wissenschaftstheoretisches Gebot des Denkens. Und das ist natürlich irgendwie, das ist wirklich echt haarig. Aber es ist mit dieser Haarigkeit noch nicht vorbei, so wie du das gerade am Beispiel von Schäfer, Hund und Dackel oder was das war, gesagt hast. Es geht leider noch einen Schritt, es geht noch einen Schritt weiter und es geht konsequenterweise einen Schritt weiter. In dem Zitat, was ich vorgelesen habe, war die Rede von Kategorien als Tabula Rasa. Es ist noch verrückter
Und radikaler, muss man sagen, als bis zu diesem Punkt formuliert. Abstrakte Kategorien sind Tabula rasa. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass für den Begriffe, Wörter, mit denen wir operieren, die ich jetzt gerade benutze, übrigens, die er auch benutzt, ja, auch er redet mit und Komma und benutzt alle diese Wörter, ohne die wir überhaupt keinen Gedanken formulieren können. Mit anderen Worten, die Diskreditierung von Begriffen als Tabula rasa will sagen, als nichtssagende Dinge, als nichtssagende Gedanke. Das ist wirklich in gewisser Weise eine brutale Idee, weil mit diesem Argument die sozusagen Materialisierung von Wissen in Gestalt der Begriffe, die dieses Wissen kreiert, die Basis, die Grundlage jeden Wissens angreift. Und das macht der Mensch mit seinem Verweis auf Begriffe, sein Tabula rasa. Was macht er hier? Logisch gesprochen. Tatsächlich Begriffe, nehmen wir deinen Schäferhund, Hund, Begriffe machen Verallgemeinerungen, machen Abstraktionen. Und in dieser Abstraktion, was ist ein Hund, kommen beispielsweise die Unterscheidung von Schäferhund und Dackel nicht mehr vor. Und was dort gemacht wird, ist, dass er sagt, alle diese Hundesorten haben alles dieses gemeinsam. Das ist das, was der Begriff Hund dann sagt. Und mit diesem Begriff kann man dieses Viech von anderen unterscheiden, zum Beispiel von einem Vogel, der hat andere Sachen gemeinsam. Der Hund hat zum Beispiel, wie man vielleicht doch noch irgendwie festhalten mag, Flügel, die hat der Hund nicht. Ja, der Vogel hat Flügel, der Hund hat sie nicht, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Das möchte der Mensch weghaben, das stört den. Und das ist nur so eine Konsequenz, dass den das stört. Der will also, der macht also, führt also einen Angriff auf das, was überhaupt das Denken, das Instrument des Denkens und was sozusagen die Materialisierung von Gedanken, nämlich Wörter, was die sind. Diese Verallgemeinerung. Klar, man kann, nein, man muss darüber streiten, ob diese Verallgemeinerungen zutreffend sind. Das muss man machen, keine Frage. Das ist übrigens auch der ganze sozusagen wesentliche Kern von wissenschaftlichen Debatten, taugen unsere Begriffe ein. Ja, wenn ich einen Hund auch einen Bär nenne zum Beispiel, weil ich sage, ja, die Gemeinsamkeit ist, dass sie auf vier Gliedern laufen, ja, auf vier Pfoten laufen, dann sage ich, das sind alles Bären, dann ist diese Verallgemeinerung vielleicht falsch. Ja, so. Nehmen wir mal irgendwie ein Beispiel aus einer etwas politisch spannenderen Debatte. Reden wir mal zum Beispiel von Armut. Oder wir reden mal, wie man das heute macht, wo man den Begriff Armut ersetzt hat durch Inequality. Ungleichheit. Streiten wir uns mal über diese beiden Begriffe. Machen wir jetzt nicht, ja. Aber ich wollte nur sagen, man merkt daran, ja klar, über die Begriffe muss man streiten. Was sagen die aus? Was sagen sie nicht aus? Was vernebeln sie? Und so weiter und so fort. Also über Begriffe muss man streiten. Das ist so. Aber der sagt ja nicht, man muss über Begriffe streiten, sondern der sagt, Begriffe sind die Verhinderung dessen, dass diese nationalen Gesellschaften, diese Kultureinheiten, diese Ethnien sich in diese wissenschaftlichen Debatten einbringen können. Und damit sie sich einbringen können, muss man Schluss machen, nicht nur mit dem Konzept von Theorien, das sozusagen in sinnvolle und nicht sinnvolle Gedanken unterscheidet, dass die Theorien die Verallgemeinerung machen
oder wie sagt man, Generalisierung machen oder nicht Generalisierung machen, weil ich will, dass Theorien gar nichts anderes sind als die Artikulation dieser subjektiven Bewertungen von Dingen, die nationale Gesellschaften vornehmen. Deswegen reite ich jetzt auch noch eine Attacke, nicht nur gegen diese Form von Theorien, sondern ich reite auch noch eine Attacke gegen das, was überhaupt sozusagen das Denken auszeichnet. Und das ist das, wie sagt man, Denken in Gestalt von Begriffen, in Gestalt von Wörtern, simpel gesagt. Und auch das stört den und steht im Wege. Und deswegen redet der, macht er diese Attacke und redet von Kategorien als Tabula rasa, als inhaltsloses Zeugs. Und nochmal, der Fehler ist hier, dass der, wenn man ihm das wenigstens noch zugutehalten will, aber man muss es ja mal sagen, der Fehler ist, dass der sagt, Abstraktionen, Verallgemeinerung, also die Unterscheidung, die Fähigkeit zu sagen, das sind alle diese fünf Viecher, sind alles Hunde und das andere ist ein Bär. Diese Unterscheidung, die das Denken da macht, die diskreditiert er, denunziert er als inhaltslos. Und das ist natürlich irgendwie gelogen wie die Pest, aber es passt sehr wohl in sein Konzept rein, weil er aus der Welt kicken will, dass es selbst in dieser Welt des Denkens wir mit Begriffen operieren, die sozusagen diese Verallgemeinerung sind und gegen die kein Kraut gewachsen ist, es sei denn, man kritisiert eben diese Begriffe. Aber der will ja nicht die Begriffe kritisieren, sondern der will überhaupt die sozusagen das Begriff, Begrifflichkeit an und für sich, will der irgendwie aus der Welt kicken, damit er Raum schafft für seine sozusagen subjektiven, völlig willkürlichen Vorstellungen, Ideen, die nationale Gesellschaften von der Welt haben. Und das möchte er eben, wie gesagt, vorstellen als die korrekte Art und Weise, Gedanken zu formulieren, Wissenschaft zu treiben und so weiter und so fort. Der will auch nicht nur Raum schaffen für diese nationalen Ideen, sondern der will die, also im Endeffekt will er die gleichzeitig als Autorität verteidigen auch, also dass sie stehen bleiben müssen in jedem Fall, über jede Kritik erhaben sind, einfach nur dadurch, dass sie eben Gedanken ihres Ortes sind. Das stimmt. Da komme ich gleich zu. Das ist mein nächster. Also genau. Was sind dann die Konsequenzen? Das ist mein nächster Punkt. Was hat das eigentlich für Konsequenz, für Implikationen, wenn man sich sozusagen diese Sorte von wissenschaftstheoretischen Gedanken, also das, wie der sagt, wie man denken soll, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Zum Beispiel die du gerade gesagt hast. Ich will aber noch mal irgendwie kurz auf dieses Zitat, was ich schon erwähnt habe, zurückkommen. Ich lese es noch mal schnell vor. Meine Notiz heißt hier, das ebenso übliche wie unvermeidliche Elend aller Relativismusbegründungen lautet bei Chakrabarti dann so. Er will ja diese Sorte Denken als die einzig gebotene Form des Denkens propagieren, vorstellen und als überzeugende Form des Denkens für jedermann einsichtig begründen. Na, dann muss man das wohl auch begründen. Aber das wollte er ja nun unbedingt vermeiden, dass man irgendwas begründet. Aber er muss ja dann dummerweise irgendwie seinen eigenen Gedanken irgendwie begründen. Und du hast ja schon gesagt, ja, wenn irgendwie Gedanken das Produkt von Orten sind, die einem diese Gedanken einflüstern, dann fragt man sich, welcher Ort hat dir denn diesen Gedanken eingeflüstert? Und folgedessen, in deiner Logik, würde das ja heißen, ja, okay, der Gedanke gilt dann für deinen Ort, aber sonst nirgendwo. Das merkt der Kerl natürlich auch und beugt dem vor und der merkt es richtig, ja, dass der sagt, oh, vielleicht kommt irgendeiner jetzt irgendwie schlauerweise auf die Idee und sagt, ja, ein sehr indischer Gedanke, den du da hast, nimm ihn mal, mach ihn in Indien, aber lass uns mit dem Mist zufrieden. Ja, tut uns leid, wir können diesen Gedanken hier nicht folgen, weil unser Ort flüstert uns irgendwie deine wissenschaftstheoretischen Gedanken irgendwie einfach bei. Wir haben die Ohren aufgespitzt, aber unser Ort flüstert uns seine Gedanken irgendwie nicht ein. Was sollen wir machen? Du musst mit deinem Zeug einfach in Indien bleiben, ist okay. Also was schreibt er? If this argument, das ist das ganze Zeug, was ich vorher diskutiert habe,
Also das mit dem Ort als Quelle von Denken und das mit dem Tabula Rasa Kategorien. If this argument is true for India, then, yeah, then it is also, then it is true of any other place as well, including of course Europe and broadly the West. Okay, gut. Also man kann jetzt irgendwie feixen und spotten und sagen, hey. Ja, er muss den Zirkel irgendwie auflösen und das macht er halt mit dieser axiomatischen Postulierung. Es geht halt nicht anders, ja. Also ich wollte sagen, man kann sich jetzt irgendwie lustig machen über darüber. Sollte man aber vermeiden. Also klar, es ist irgendwie natürlich irgendwie eine gewisse Ironie und man kann seinen Spaß haben und sagen, ja, das war wohl nichts. Warum ich das irgendwie erwähne, ist jetzt nicht irgendwie, um meinen Spott über den Menschen irgendwie auszuschütten. Also einen gewissen Reiz hat das schon, muss man sagen, so wie der argumentiert. Aber lassen wir das einfach mal. Nein, was der Mensch einfach ja hier schreibt, ist, es ist einfach verhext, ja. Er merkt eben, dass er von dem, was tatsächlich die Natur des Denkens auszeichnet, eingeholt wird und für die Begründung all dessen, was er sozusagen gegen die Natur des Denkens einwendet, weil ihn das stört, um seine politischen Positionen als wissenschaftliche Gedanken zu hofieren, dass ihm eben auch nicht erspart war, dabei sozusagen für diese Begründung auf das zurückzugreifen, wie nun mal Begründungen geht. Das teilt ja übrigens aber mit allen Relativismus-Theorien, muss man mal sagen. Ja, alle diese Theoretiker, die sagen, Gedanken sind immer irgendwie nur relativ richtig, die landen alle in dieser blöden Falle, dass sie sagen, ja, außer diesem, der ist natürlich der Einzige, der korrekt ist, dass nichts ist richtig, der einzige Gedanke, der richtig ist, ist der, dass nichts richtig ist. Ja, das ist die Tragik, bei der die alle landen. Und deswegen muss man dieses Argument einfach mal als Hinweis dafür nehmen, anstatt sich da sozusagen im Spott zu ergehen, als Hinweis damit zu gehen, dass dieser Mensch irgendwie nicht umhinkommt, eben sozusagen das zu tatsächlich zu sich dem zu beugen, was nun mal irgendwie die Natur von Denken irgendwie auszeichnet. Ende Feierabend, ja. Das ist halt irgendwie Pech. Super, Michael. Also jetzt haben wir vielleicht die abstrakteste Folge von all den Folgen, mit denen wir uns auseinandersetzen werden, nämlich die über den wissenschaftstheoretischen Hintergrund dieser Ideen. Und aus dem ergeben sich dann natürlich ganz viele Konsequenzen, sowohl für die Art und Weise, wie mit Denken da umgegangen wird, mit Wissen umgegangen wird, was das für den Diskurs in diesen wissenschaftlichen Diskussionen über den Postkolonialismus für Auswirkungen hat, aber natürlich auch über politische Konsequenzen. Und da hast du noch einige andere Punkte zu machen. Deswegen würde ich dich jetzt vielleicht mal kurz bitten, gib uns doch mal einen Ausblick darüber, was dann jetzt aus diesen Erklärungen, die du gerade gebracht hast über die Wissenschaftstheorie, was da eigentlich für kuriose Sachen daraus folgen, die man sich dann auch in den nächsten Folgen anzuschauen hat. Ja. Okay, ja, okay, gut. Das mache ich kurz. In der Tat hatte ich das hier irgendwie auf meinen Notizen vor, das jetzt alles noch irgendwie abzuarbeiten, aber das machen wir doch klugerweise vielleicht in einer Extrasitzung. Und deswegen will ich mal kurz genau skizzieren, was da dann alles noch ansteht, worüber man dann nochmal irgendwie was sagen muss. Das sind, warte mal, was habe ich hier? Das sind, ich kann es nicht richtig zählen, ich glaube, es sind irgendwie drei Komplexe, würde ich mal sagen, drei Gegenstandsbereiche. Das erste ist, ich möchte dann in einer nächsten Sitzung mal darüber kurz zusammenfassen, was hat diese was haben diese wissenschaftstheoretischen Argumente, die Art und Weise, wie der Mann Denken konstruiert, ein Denken, das nur mal als Hinweis auf den Zusammenhang, in dem wir das diskutieren, dieser wissenschaftstheoretische Kram. Wir reden hier über nichts Geringeres als darüber, wie muss Wissenschaft gehen in einer Welt, in der
alle Gesellschaften rund um den Erdball zu denselben Bürgergesellschaften geworden sind. Man könnte auch irgendwie ein anderes Wort nehmen, in dem alle Gesellschaften kapitalistische Gesellschaften geworden sind und in dem alle Gesellschaften deswegen diese disziplinäre Wissenschaft betreiben. Das ist der Hintergrund. Darüber reden wir hier. Wie muss dort in dieser Welt Denken gehen? Und das ist nicht von Pappe, über das wir hier reden. Wie geht Denken in einer Welt, die der Kapitalismus mit seinem System rund um den Erdball erobert hat? Nicht zu vergessen, rund um den Erdball erobert hat, heißt eben, auch nachdem die alternative Gesellschaft, die die Sowjetunion mal in die Welt gesetzt hat, ihrerseits verschwunden worden ist und ihrerseits auch dieses Gesellschaftssystem wieder irgendwie bei sich etabliert hat. Wie geht in der Welt Denken? Darüber handelt dieses Zeugs. Und deswegen ist der erste Punkt in den Reflexionen darüber, was folgt da eigentlich draus, die Frage, wie geht dann eigentlich postkoloniales Denken? Nicht in dem Sinne, was sind deren Theorien, sondern wie stellt die sich vor, was das Kreieren von Gedanken eigentlich auszeichnet? Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wie sieht Wissen aus in der Vorstellung dieser wissenschaftstheoretischen Konzeption von Denken? Wie sieht Wissen aus? Was ist Wissen? Was zeichnet Wissen aus, wenn der Ort Quelle, so wie der das formuliert, der Ort sozusagen der Quelle der Produktion von Gedanken ist? Wie sehen die aus? Drittens, wie streitet man sich, wenn dieses Wissen sich durchsetzt? Und mal ein kleiner Hinweis, ich glaube, man sollte sich darüber nichts vormachen. Dieses Konzept von Wissen ist durchgesetzter, als mancher irgendwie glauben mag. Auch da würde ich gerne mal ein paar Hinweise drauf machen, dass man nicht sagt, ach, das ist Spinner, der da irgendwie Chakrabarti, vollkommen folgenlos, der hat nicht alle Tassen im Schrank mit diesen ganzen Widersprüchen, die der da macht, kann man nicht ernst nehmen, von wegen. Ich werde mal darauf hinweisen, dass das leider andersrum ist. Also, wie geht der Streit, der Diskurs, in der Wissenschaft sagt man Diskurs, aber wie streitet man sich überhaupt unter Leuten über alles Mögliche? Wie geht das da? Das ist der dritte Punkt. Und dann möchte ich mal auf meinen letzten Punkt in dieser Abteilung hinweisen. Wie geht dann die Durchführung postkolonialer Kritik an diesen europäischen Wissenschaften? Wie sieht das eigentlich aus? Was wird da gemacht? Wie sehen dann die Theorien aus, die diese postkolonialen Denker den sozusagen europäischen Wissenschaften quasi um die Ohren hauen? Was ist deren, was die Durchführung der Kritik, der Anwendung dieser wissenschaftstheoretischen Gedanken? Wir haben das schon gehabt, Eurozentrismus, aber ich will mal an einem Gedanken vorführen, wie das dann aussieht. Und dann gibt es einen zweiten Komplex, und der ist auch nicht ganz ohne. Man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, habe ich ja auch schon an anderen Stellen gesagt. Erstens, wir haben irgendwie eine, sozusagen, nennen wir es mal Globalisierung irgendwie des Kapitalismus nach dem Verschwinden der Sowjetunion. Und wir haben natürlich nach dem Verschwinden der Sowjetunion auch ein seltsames Verschwinden der Kritik von Kapitalismus. Es gibt den allerdings noch, aber es ist natürlich auch so, dass diese Idee des postkolonialen Denkens basiert auf einer Kritik des Marxismus. Und ich will mal ein Beispiel geben, wie diese Kritik postkolonialen Denkens am Marxismus irgendwie eigentlich aussieht. Noch wichtiger ist vielleicht in diesem Zusammenhang zu zeigen, dass das, was der Chakrabarti vorstellt als Angriff, als Kritik der Wissenschaften des globalen Südens auf die Wissenschaften des globalen Nordens,
auf lauter Theorien zurückgreift, sich auf die beruft, die ihrerseits alles Theorien des globalen Nordens sind. Provokativ könnte man sagen, die Kritik des globalen Südens am globalen Norden ist eine Kreatur des globalen Nordens. Die Leute im globalen Süden haben sich diese Kritik des globalen Nordens an seiner eigenen Wissenschaft im Kontext der Globalisierung kapitalistischer Gesellschaften und ihrer Wissenschaften zu eigen gemacht. Und da will ich hinweisen auf Leute, nur mal die Stichworte, Foucault, ich sage nichts weiter dazu, Thomas Kuhn, Clifford Geertz mit seinem Konzept von Kultur, Thomas Kuhn ist klar, da geht es irgendwie um diese Scientific Revolutions, um die Relativierung naturwissenschaftlichen Wissens, Emanuel, ich sage immer Wallerstein, der heißt nicht Wallerstein, der heißt Wallerstein. Wallerstein natürlich. Und der hat irgendwie ein bemerkenswertes Buch geschrieben, das heißt Unthinking Social Sciences. Man hört es da irgendwie ein bisschen klingeln, ja, mit, bei dem, was ich gerade gesagt habe. Das sind die vier Leute, auf die ich da hinweise. Sie sind nicht die einzigen, aber es sind jedenfalls vier wichtige Leute, die sozusagen den Boden bereitet haben für die radikalisierte Version dessen, was dann Chakrabarti als Attacke auf Tabula Rasa-Kategorien irgendwie formuliert. Ist da alles vorgedacht? Und dann gibt es eine zweite Abteilung in diesem Teil, und der ist der: Es handelt sich bei all dem Zeug, was die postkolonialen Theoretiker machen, um Weiterentwicklung ihrer Kritik am Kapitalismus. Die sind der Auffassung, dass das, was sie da schreiben, eine Fortentwicklung von Kapitalismuskritik ist. Da soll man sich nichts vormachen. Die argumentieren mit dem Selbstverständnis, dass sie sozusagen Kritik an dieser Welt repräsentieren. Und das wirft die Frage auf, wenn das eine Weiterentwicklung der Kritik am Kapitalismus ist und wenn man weiß, dass die Herkunft all dieser Leute, Chakrabarti ist ein alter Marxist, soll man sich nichts vormachen, der ist ein Anhänger des historischen Materialismus, also bleibt es einem auch nicht erspart, sich mal die Frage vorzulegen, wie geht das denn aus dem historischen Materialismus hervor, was der hier schreibt? Ein kleiner Hinweis mal eben schnell: Der Ort als Quelle des Denkens, wie heißt der Spruch? Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Hallo, hört man es klingeln? Da kommt das her. Und also auch da muss man einfach mal ein paar Gedanken drauf verlieren. Und da gibt es einen dritten Komplex. Ich glaube, drei habe ich von Anfang an gesagt. Vielleicht weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Zählen ist ein bisschen schwierig bei dem Zeug. Also der erste Komplex waren. Ich wiederhole es. Doch, das ist der dritte Komplex. Das ist der dritte Komplex. Ja. Und der dritte Komplex ist jetzt noch der, dass man mal kurz noch mal Aufmerksamkeit darauf verwendet. Was sind eigentlich die politischen Implikationen dieser wissenschaftstheoretischen Überlegungen, die nach meiner Überzeugung sozusagen Produkte dieser diskriminierten nördlichen, wie sagt man, Northern Sciences ist, also das Produkt all dieser Foucaults, Wallersteins und so weiter und so fort sind, die dann irgendwie ein Mensch wie der Chakrabarti irgendwie weiterentwickelt und als Opposition gegen den globalen Norden irgendwie vorstellt. Welche politischen Implikationen hat das für die Rolle, die Wissen und Wissenschaft in unserer Gesellschaft hat und für die Rolle, die wissenschaftlicher Streit unter Leuten über was sie wissen, welche Konsequenzen das hat und dass ich dann irgendwie dabei lande und irgendwie mich nicht mehr wunder, warum es irgendwie ziemlich scheppert in unserer Gesellschaft an allen Ecken und Orten, das verwundert irgendwie vielleicht dann auch nicht mehr, jedenfalls mich nicht, nach dem, was ich da irgendwie mir überlegt habe. Soweit, so gut. Das machen wir dann. So, super. Vorstellen. Vielen Dank für deinen Besuch und für die nächste Folge. Wir haben dann jetzt auch schon wieder mal einen kleinen Ausblick darüber gegeben, was in den nächsten Folgen stattfinden wird. Wir machen quasi direkt an der Stelle weiter, wo wir hier aufgehört haben. Michael, das nächste Mal wahrscheinlich aber nicht mehr hier im Studio, sondern online. Schauen wir mal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitschreiben in den Kommentaren und euer Feedback, falls ihr welches habt, jederzeit. Wir sind das übrigens am Sammeln. Alles, was auch zu den letzten Folgen kam, werden wir in einer gesonderten Folge dann auch nochmal adressieren, sobald wir mit den Hauptpunkten von Michaels Arbeit durch sind. Vielen Dank, Michael, und bis bald. Ja, super. Okay. Tschüss, Leute. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.